Hallo und willkommen 2016 auf der Uhrenbörse in Eisenach. Wieder wunderschöne Stücke. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute auch einen Fachmann mitschicken, das ist Lukas aus Bremen. Er wird euch zeigen, die Besonderheiten, die schönen Stücke, die auf unserer Messe zu finden sind. Viel Spaß! Have a nice day and enjoy the looking of our great show in Germany. Thank you. Hier haben wir eine sehr schöne Flötenuhr um 1820 mit zwei Registern, die man einzeln betätigen kann über die beiden Schieber. Die Uhr spielt sechs verschiedene Musikstücke, die per Hand ausgewählt werden. Dies hier ist zum Beispiel ein Schwarzwälder Glockenschläger, sehr selten mit den beweglichen Figuren oben, die Glocken anschlagen. Originalvorbildern Zeiger aus Horn geschnitzt. Komm. Das ist ein Museum von den Ausbildungen. Ja. Hier hängt nun ein hochseltener doppelter Augenbänder. Hier hängt nun eine Eisenuhr aus dem 16. Jahrhundert mit Spindelhemmung und Rundwagen. Sehr selten. Was kostet? Ein sehr
seltener mechanischer Singvogelautomat. Wie viel kostet die Singvogelautomat? Der Leihkurs 5.000. Und eine sogenannte mysteriöse Uhr aus Paris. Ja, Dose hier. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch eine. Dies sind zwei Automatenuhren aus dem Furtwangener Raum. Auch an Armband- und Taschenuhren wird hier einiges geboten. Und ein Stand fast ausschließlich für Jäger LeCoultre, Großuhren. Zwei sehr schöne Gangmodelle der Ankerhemmung, die das Spiel zwischen Unruh, Anker und Ankerrad zeigen. Ein sehr seltener sogenannter Knödelfresser mit Musikspielwerk. Wie kommt der Logosport, der jetzt gesucht hat?